Hallo und willkommen zum zweiten Spiel dieser Reihe von Meisterwerken der modernen Spielekunst. Das meiner Meinung nach beste Spiel auf dieser CD, nur grafisch und vom Anspruch her nicht so in Anführungsstrichen toll wie das letzte. Marble Insanity, ich kann nicht mal genau übersetzen, was das heißt. Jedenfalls Insanity ist Wahnsinn und wenn ein Spiel schon Wahnsinn im Namen hat, dann muss es ja einfach großartig sein. Press Enter! Wer auch immer du bist, John Min, da unten. Du bist ein Genie. Normal oder easy? Da ich ein ziemlicher Noob bin, mache ich natürlich easy. Der Unterschied ist, man hat ein bisschen mehr Zeit, um Level zu enden und mehr Leben. Oh, die Musik. Catchy. Es geht einfach nur darum, diesen Ball mit den Steuerungstasten, die mir gegeben sind, Gott gegeben natürlich, durch dieses Labyrinth durchzukommen. Und so einfach es auch ist vom Prinzip, ich finde es ziemlich gut. Also, und natürlich bis zum Stern hier zu kommen. Und auch diese gehirnzermürbenden Grafiken, wenn man in den Stern kommt, also, und dass man durch Wände schauen kann, ist das Hammer. Jetzt haben wir hier, wenn ich hier zum Beispiel reinfall, dann bin ich so gut wie tot, weil dann komme ich da nicht mehr raus. Und natürlich brauche ich genug Schwung, um rüber zu kommen. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Anlauf und ich versaue es komplett. Jetzt komme ich hier nicht bis zweites Level und ich hab's versaut. Jetzt muss ich die. Oh Gott, komm, das schaffe ich. Oh Gott, ich hab's geschafft. Oh Gott. Ich hätte nicht gedacht, ich da wieder rauskomme. Und schaffe ich's wieder nicht. Oh Gott, oh Gott. Ja. So, immer schön hohes Tempo halten. Aber natürlich ist dann die Gefahr groß, dass man sich verfährt, in Anführungsstrichen. Oder. Ja, oder sowas passiert. So, jetzt aber. Jetzt aber. Und dann dieses böse Lachen, Alter. Also, was man im. Ich will jetzt gar nicht hier über Grafiken reden, die waren teilweise auf den SNES besser und der kam 1986 oder so raus? 88, keine Ahnung. Hier ist voll tricky, da muss man ein bisschen rumtricksen. Und die Musik, okay, es ist eine Dauerschleife von drei Tönen, was will man machen? Kann ich da lang? Nee. Zum Gameplay, es ist einfach, aber echt. Nein! Einfach, aber echt gut gelungen, wie ich finde. Also jetzt mal hier ein bisschen hin und her und dann kommt man irgendwann rüber. Genau. Wollen wir alles ein bisschen. Ist so bescheuert. Wo war ich stehen geblieben? Also, ich meine. Ja! Man kann auch aus einem einfachen Spielprinzip wirklich viel, viel gewinnen. Ich find's gut. Und jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich hier hoch und genau da hinten. So, jetzt habe ich die erste Welt in Anführungsstrichen geschafft. Jetzt gibt es neue Graphics. Passt auf. Rolling Hills mit wunderschöner Musik. Und hier ist schon das erste Problem. Man kommt nicht hoch. Natürlich nicht. Da muss man hier ein bisschen tricksen. Das habe ich schon gesehen. Da musst du hier hoch. Ist immer hier. Vor und zurück und dann, ja, rüber. Und hört euch diese wunderschöne Musik an. Alter, guckt euch an, wie schwer die Level langsam werden. Muss ich hier hoch? Nee, muss ich nicht, aber wow. Ich habe das Level gecheatet. Excellent, you made it. Oh, das ist hart. Das ist hart. Jetzt kommt nicht Wasser dazu. Da muss man jetzt echt. Vorsichtig sein. Wow, 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 wow. Wow. Ja, ihr seht, ich habe das schon ein bisschen weiter gespielt als nur erster Level oder so. Weil ich sagen muss, das Spiel gefällt mir. Ehrlich. Vom Gameplay finde ich das Hammer. Da habe ich weitaus schlechtere Spiele gespielt. Vor allem, wenn sie auch neuer sind. Sowas wie Gothic 3. Das verbuggteste Spiel ever und jetzt bin ich schon tot. You've lost the marble. Marble ist, glaube ich, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, eine Kugel oder eine Perle. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, wie ich das Level hier geschafft hatte. Einfach mal. So nicht. Wie hatte ich denn das gemacht? Es war doch irgendwie so. Ja, genau. Einfach mal komplett durchcheaten. So, jetzt dürfte ich, genau, neue Graphics!
Alle drei Level. Icy Conditions. Oh, die Musik ist schön. Also, ich muss sagen, ich hätte nicht gemerkt, dass es hier irgendwie rutschiger ist oder so. Also, ich glaube, es sind einfach nur andere Grafiken und... Pff, ja. Ja. Oh Gott. Ach, es ist echt ein tolles Spiel. Oh, Julian, wie viel Augenkrebs man dadurch kriegt. Oh, ist das nicht geil? Das beste Spiel ever. Guck dich die Graphics an. Scheiß auf Oblivion. Oder Half-Life 2. Und die Physics Engines, ey. Erst. Ich habe noch nie so realistisch einen Ball durch Eis manövrieren müssen. Oh, jetzt wird's Hammer, jetzt wird's Hammer. Und jetzt, oh, und jetzt volle Karacho hoch und jetzt hier runter und... Wow, wow. Shit. Ich möchte mehr leben. Oh Gott, ich habe nur noch 6. Ich weiß nicht, was man noch zu dem Spiel sagen kann. Es ist ein verfluchter Ball, den man... Nein! Wer ist dieses böse Lachen eigentlich? Oh mein Gott, ich wette, dieses Spiel hat einen Endboss. Der Typ, der dieses böse Lachen erzeugt. Jetzt aber... Nein! Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst! Diese verfickte Kurve. Alter, ich muss früher abdrehen. So. Wow, 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 wow. Oder, ja, ich mach's so. Ja, dann machen wir's so. Alter, wie man die meisten Levels einfach cheaten kann. Industrial Zone. Guckt's euch an. Jetzt kommt... Jetzt kommt die Lava dazu, oder was das ist. Und die harte Musik, ey. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass es hier langsam schwer wird. Jetzt muss ich hier hoch und bam. Also in Industrial Zone weiter war ich noch nicht. Oh yeah. Wow, 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 wow. Wo geht's lang? Ich glaube, ich hab's versaut. Ich versuche mal auf dieser Kante da lang zu gehen. Na komm. Ich werde doch wohl darüber kommen. Bäm. Ich weiß nicht, ob die Pfeile was nützen. Ob ich dann irgendwie schneller hochkomme oder ob ich... Es scheint zu funktionieren. Ja, Tatsache. Wow. Excellent. Awesome. You made it. Okay, so weit war ich noch nicht. Also ich war ja bis jetzt nur Level 4B. Boah, ich hab's voll drauf. Okay, okay, hier. Wow, 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 wow. Warte, erstmal umdrehen. Nee, da gibt's nicht. Ich will jetzt nur gern wissen, wo ich lang muss. Ob ich da jetzt einfach rüber gehe oder. Ich wette, das sieht nach Tod aus. Naja, was soll's. Einfach mal probieren. Ey, wie witzig ist das denn? Fast schon kein bisschen. So, hier komme ich nicht lang. Oh, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ja, genau. Jetzt zurück. Nee, es muss anders gehen, warte. So, jetzt erstmal hier. Jetzt zurück. Genau, und jetzt rüber damit. Aha. Okay, jetzt hier wieder hoch. Und rüber. Genau, genau, genau. Oah, oah, ich hab's drauf! Und was kommt jetzt? Final! Lake of Fire! Oah, oah, boah! Boah! Alter! Ist das geil, das Spiel! Jetzt aber hoch. Okay, ich muss noch mal ein bisschen mehr anlaufen. Und ich habe nur noch 3 Leben. Nein, 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 nein! Shit. Shit, shit, shit. So. Ich darf nicht zu viel an Geschwindigkeit verlieren. Okay. Oh, okay, okay. 2 Level noch. 2 Level noch, 2 Level noch, 2 Level noch. Ey, das wird mein bestes Let's Play ever. Gott.
Nein, 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 nein. Ja, doch, das geht, das geht. Nochmal zurück. Oh Gott. Ey, Alter, Alter. Weiter, weiter, schneller. Nicht zu viel Tempo verlieren. Und die Musik, die hat sowas von Weltuntergang. Das gefällt mir einfach. Letztes Level, letztes Level. Nein! Wow, 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 wow. Da, hoch, hoch, hoch. Komm, jetzt aber. So. Und hoch damit. Was ist denn los? Ich habe noch 60 Sekunden. Ja, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Letztes Level. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ist das Hardcore, das Game? Ich würde es euch echt empfehlen, selber zu spielen. Oh Gott. Jetzt wird's schwer. Jetzt muss ich schauen, dass ich genug Anlauf bekomme. Ja, okay. Ach, Lags. Ich gebe Lags die Schuld. Eine Kugel noch, eine Kugel noch, eine Kugel noch, eine Kugel noch, letzter Versuch. Ich versau's natürlich! Wisst ihr was? Wir sehen uns im letzten Level gleich wieder. Bis dahin. Hallo Leute, da sind wir wieder mit dem letzten Level und hoffentlich letzten Level oder... Ach, ihr habt auch kein Problem damit, wenn das Spiel weitergeht. Ist einfach so geil. Und diesmal mit 7 Leben. Ist es nicht ein Film? 7 Leben? Und das sollte doch hoffentlich reichen. Joa. Ja, jetzt beim ersten Versuch, es war so klar. Oh Gott, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Bonuslevel, Bonuslevel, Bonuslevel. Hä? Ach Scheiße, ich hatte mir jetzt noch irgendwas erhofft. Den Endboss des Universums oder so. Ach Scheiße. Naja, schade. War ein endgeiles Spiel. Das kann ich nur jedem empfehlen. Weiß nicht, ob es davon einen zweiten Teil oder sowas gibt. Aber der könnte unmöglich dieses Meisterwerk der modernen Programmierkunst toppen. Oh, ja, dann ciao bis zum nächsten Computerbildspiele Juli 2003 Spiel. Ciao.